So Leute, da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge Command Factory und ja, ich bin ja hier immer noch im Dorf unterwegs und mal sehen, was wir jetzt noch so als nächstes machen. Ich wollte ja hier einfach noch ein bisschen abernten, ne? Und ja, der Server laggt immer noch, komischerweise. Ja, liegt glaube ich ja an den Chunks, weil wir haben ja auch gesehen, hier die Öfen und so, das geht ja alles langsamer. Und zu Hause eben nicht, ne? Denn da haben die Öfen ganz normal gebrannt. Und ja, das hat schon irgendwas hier mit den Chunks zu tun. Keine Ahnung, ob es an den Commands liegt oder so, ob da irgendwas aktiviert schon ist. Aber eigentlich hatte ich ja da zumindest noch nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob Nekrog da was vergessen hat auszumachen, aber ich denke mal nicht, dass er da nicht dran gedacht hat. Weil er hat auch nochmal selbst darauf hingewiesen, dass es eben immer wichtig ist, die Command-Maschinen wieder zu deaktivieren, wenn wir die benutzt haben. Zumindest bei manchen, da hat er nochmal so eine Nachricht in die Gruppe geschrieben. Und ja, ich denke mal nicht, dass er das dann selbst irgendwie vergessen hat. Naja, wir können ja mal gucken, ne, woran es liegt. Ich gehe einfach mal jetzt fürs Erste wieder nach Hause. Oder gibt es da noch irgendwas zu holen? Das ist natürlich die Frage, vielleicht ein bisschen Holz oder was, weiß ich. Vielleicht können wir auch hier die Bibliothek plündern, wegen den Büchern. Das wäre eigentlich auch mal eine Idee. Das könnte ich theoretisch mal gerade machen. Da kommen hier auch ein paar Villager zum Vorschein. Kartograf, okay. Kann ganz nützlich sein, obwohl wir hier wahrscheinlich keine Menschen oder Unterwassertempel finden wollen. Also denke ich mal nicht. Obwohl ja so ein Unterwassertempel, das hatte ich ja hier auf dem Kanal noch nie gemacht, ne? Und habe ich allgemein noch lange nicht mehr gemacht in Minecraft, also vielleicht könnte man das ja mal so als Special-Folge einschieben oder so. Hm. Gut, doch, ich hab's im Let's Play Together haben wir's gemacht. Stimmt. Ja. Naja, keine Ahnung, aber ich denke mal, dass es auch gar nicht so gut zu dem Projekt hier passt. Weil wir halt hier nicht so auf die Minecraft-Spielmechaniken an sich eingehen wollen, sondern eher auf die Commands dann. Und darauf muss ich eben jetzt auch hinarbeiten. Und deswegen muss ich dann auch mal in den Nether und mir Quarz besorgen. Das wäre so eine so ein nächstes Ziel, was ich anstreben sollte. Und da brauche ich natürlich erstmal Dias, ne? Für eine Spitzhacke und Obsidian und was weiß ich. Um dann eben den Nether erreichen zu können. Und ja, da gehe ich jetzt erstmal nach Hause. Weil das sollte mir wichtiger sein. Und ja. So, nehme ich auch mal kurz einen Eimer hier mit. Ja, es wäre natürlich cool, wenn wir jetzt hier die Lava gleich nutzen könnten, um sie abzubauen. Aber ich muss dann wohl doch eher runtergehen in eine Mine und eben dann entsprechend Diamanten mir holen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so erlaubt ist, hier ja einfach offscreen zu farmen oder so. Da bin ich jetzt nicht so ganz informiert. Also einfach, sage ich jetzt mal, nur Strip Mine jetzt offscreen, ne? Jetzt nicht irgendwie großartig was bauen oder was weiß ich. Irgendwie vorankommen. Sondern wirklich nur ja, rein Stripmine und eben so farmen. Ich weiß nicht, ob man da offscreen was machen kann. Ja, aber weil Street sowas ja natürlich nie macht eigentlich, wäre es ihm gegenüber natürlich dann unfair. Zum Beispiel. Und ja gut, Nekrog schneidet ja mal seine Videos so ein bisschen. Und macht da auch mal einen Cut oder so. Ich weiß nicht genau. Naja, zurzeit mache ich ja auch noch zwei Videos auf dem Kanal. Vielleicht kann ich es ja dann machen, wenn ich nur noch eine Folge pro Woche bringe. Was nämlich wahrscheinlich bald der Fall sein wird. Vielleicht kann ich ja da dann ein bisschen mehr Offscreen machen, keine Ahnung. Ich werde jetzt erstmal mich einfach gleich in die Mine begeben und fange dann schon mal an, ne? So, vielleicht finden wir ja was und haben einfach übelst das Glück. Das wäre natürlich schön. So, mir gefällt ja der Aufgang noch nicht so. Muss ich ja sagen. Aber immerhin komme ich dann immer hinter meinem Haus direkt raus. So. Dann mal kurz was essen. Oh, hier ist ja auch schon wieder nachgewachsen. Ich glaube, hier ist das echt nicht so schlimm. Moment. Ja, hier leckt es echt nicht so, ne? Merkt man richtig, wenn man die Items einsammelt. Das ist übelst komisch, ne? Keine Ahnung, was das auf sich hat. Naja. So, zwei Diamanten habe ich ja auch schon, reicht aber leider nicht für eine Spitzhacke, ne? Habe ich ja letzte Folge gefunden. Und auch nochmal den anderen mitgeteilt. Und habe ich überhaupt Dings mitgenommen?
Das Fleisch? Ja doch, das hatte ich ja hier durchgebraten, stimmt. Ich dachte schon, ich hab das gar nicht. Das wär's ja wieder hier. So, ich hol mir nochmal kurz, ja gut, hier komm, da kann ich mir auch gleich eine neue machen. Die lohnt sich nicht mehr zu behalten. So, ach, hier gibt's ja das Crafting-System noch nicht, das neue. Kann natürlich dann manchmal auch ein Nachteil sein, ne? Also keine Ahnung, ich habe mich irgendwie schon ein bisschen an die 1.12 gewöhnt. Vor allem, weil ja zurzeit auch zwei Projekte damit laufen. Und dann habe ich ja auch noch mein Let's Play zum Beispiel. Wo ich ja jetzt auch in der 1.12 bin. Und ja, irgendwie gewöhnt man sich da langsam dran. Ist echt krass. Da vermisst man das schon wieder, ne? Wenn man da mal in der 1.11 ist. Aber gut, es ist jetzt nicht so, dass es lebensnotwendig ist oder so. Okay, zack. Dann nehmen wir das jetzt mal hier alles mit. Da haben wir nämlich auch mal den ganzen Platz ausgenutzt. Nicht wie vorher. Man kriegt ja auch irgendwie relativ wenig Seeds raus, habe ich das Gefühl. Also nicht so viel wie in anderen Projekten. Oder wie normalerweise. Hm, keine Ahnung, woran das liegt. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wo mache ich denn jetzt die Mine hin? Hier wäre natürlich ein geeigneter Platz, aber da habe ich nicht so viel Lust drauf. Ich mache das jetzt einfach nochmal anders, und zwar stelle ich das Bett hier so unters Fenster, ne? Und mache hier die Mine hin. So. Einfach an die Wand. Das baue ich natürlich dann später alles noch aus hier. So. Und ich hoffe mal, dass ich hier nicht auf zu viel... Oder nicht auf die Luft dann stoße, weil der Berg zu steil nach unten geht. Das kann ja auch passieren. Dann muss ich mich nochmal zur Seite graben. Aber das wäre jetzt auch nicht schlimm. So. Ah, da ist die Kohle. Ich dachte schon, hä? Wo ist die hin? So, dann tue ich die mal in die Offhand. Vergisst man auch immer sehr oft, ne? Diese Offhand zu benutzen. Irgendwie ist das so ein Feature, was gar nicht so richtig... Ja... benutzt wird und woran man sich halt auch schlecht gewöhnt irgendwie. So. Okay. Ja, da sind wir auch schon wieder gleich bei 8 Minuten, ey. Das ging ja schon wieder schnell rum. Und Alter, ich bin immer noch auf Höhe 73. Das gibt's noch nicht. Ja, ist auf jeden Fall hier eine ziemlich hohe Angelegenheit. Ich mache ja auch mal... Oh Mann, das geht schon wieder nicht. Ich muss mir mal eine Eisenspitzhacke unbedingt machen. Weil mit Stein komme ich sowieso nicht weit, was ich was Abbauen betrifft. So, und hier war ja Eisen drinne irgendwo, genau. Sehr gut, da haben wir einiges. So, das kann man hier alles rein. Obwohl, ja gut, den Ofen, den kann ich eigentlich wegen mir noch da drauf stellen. So. Und das Holz nehme ich mal mit. Kann man auch immer mal gebrauchen, sicher. So, dann mache ich mir mal zwei Spitzhacken. Na? Reagiert doch wieder nicht. Mann, ey, was ist los? So. Na, klick doch mal, ey. Das kann nicht wahr sein. So, dann hier. Ja, nehmen wir mal alles einzeln mit. Schon mal bei 9 Minuten, ey, das kann's doch nicht sein. Also da kommt man sich ja auf Dauer echt verarscht vor von der Welt. Wie schnell hier so die Zeit vergeht. So. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich für ein Thumbnail heute nehme. Wahrscheinlich einfach sowas hier. So. Ach, shit. Ja. Perfekt, oder? Bestes Thumbnail. Okay, dann mal weiter. Ja, und gleich sind wir dann auch schon wieder am Folgenende angekommen. Hier haben wir auch nochmal Gold, okay. Ach, ich ignoriere das jetzt einfach mal. Das lasse ich jetzt erstmal an der Wand. Ich will jetzt primär nach unten kommen. Oh, da haben wir sogar eine Höhle. Ich weiß nicht, ob ich hier in dem Projekt auch mal Themen ansprechen soll. Das würde sicher durchaus Sinn machen.
wenn wir hier jetzt eh noch Strip minen müssen und so. Na gut, vielleicht kann ich ja auch einfach die Höhle erkunden. Oh. Da brauche ich vielleicht nicht unbedingt gleich ein Thema. Wenn ich finde, was ich will, dann wäre das ja okay. So, ach komm, ich gehe jetzt erstmal hier in Deckung. Und was ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also haut da rein, bis dann und ja. Moment, ich mach nochmal hier so. Tschüss.